Ja, heute starte ich mal mit einem Food Diary und ich versuche, das ein bisschen direkter jetzt zu filmen. Ich probiere es mal. Und ja, ich fange jetzt eben mit dem Frühstück ganz klassisch an und zeige euch mal, was es bei mir heute Schönes gibt. Das ist mein Frühstück von heute. Und zwar gibt es Apfelporridge. Das ist so ein Rezept von Weight Watchers. Und das habe ich mir einfach so ein bisschen ja, umgewandelt, wie es mir gerade passt. Also ich habe da jetzt zwei Äpfel aufgerieben mit, ich glaube, 4 Esslöffel Haferflocken. Dann habe ich noch Rosinen drin, wie man vielleicht sieht, Walnüsse, Chiasamen und irgendwie macht das Licht gerade lustige Dinge mit dem Video. Ja, und das Ganze kocht man dann eben so auf. Und dann wird es so schön sämig, also mit Milch und Wasser gemischt habe ich es jetzt aufgekocht. Und dazu gibt es natürlich einen Kaffee, halt einen kleinen Kaffee au lait. Und ja, das ist eben mein Frühstück heute. Nichts Besonderes, aber ich mag es sehr, sehr gerne. Ist einfach warm im Bauch in der kalten Jahreszeit. So, als Snack für die Arbeit mache ich mir jetzt mal wieder einen Smoothie. Irgendwie habe ich jetzt wieder Lust drauf bekommen, nachdem ich jetzt bestimmt ein halbes Jahr keine Smoothies gemacht habe. Das ist jetzt so ein Bananensmoothie mit Milch und ich habe es ein bisschen mit Wasser gestreckt und Kokosflocken und Haferflocken und irgendwie ist mir das Gewürzzeug ein bisschen ausgekommen. Ich habe da jetzt dieses Oatmeal Spice von Just Spices rein und so ein Vanillezeug und Zimt und das, glaube ich, war jetzt ein bisschen viel. Naja, egal. Also ich mixe das Ganze jetzt mal und schau mal, wie es schmeckt. So, dann werfen wir das gute Stück mal an. Ich würde sagen, das reicht. Ja, mal gucken, ob es schon. Ja, ich würde sagen, das ist ganz gut durchgemixt. So, und jetzt muss ich das Ding hier noch runterschrauben. Das geht aber mit einer Hand nicht. Ja, und so nehme ich das eben in die Arbeit mit. Da ist jetzt eben noch so ein Deckel dabei. Das ist eine Flasche, die habe ich mal nachgekauft. Ja, ist ganz okay, ist auf alle Fälle dicht. Und wobei ich mag den Auslass irgendwie nicht. Ich trinke da meistens am liebsten mit dem Strohhalm draus, weil das irgendwie doof ist. Aber okay, und dann habe ich noch Pomelo da, ein bisschen dabei. Die schäle ich mir dann bei in der Arbeit. Und ich liebe momentan Pomelo als Snack. Ja, das ist eben mein Snack heute. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Tag 2. Gestern Abend gab es eben Tortellini. Ich filme zwar, also mein Essen ja am Tag immer, aber reden tue ich irgendwie nur in der Früh, habe ich bemerkt, weil ja, ich mag das irgendwie nicht, wenn dann eben jemand daneben hockt, dass ich da mit der Kamera quatsch. Das ist irgendwie doof. Und deswegen gab es dann abends nur schnell gefilmt sozusagen und am Tag und so. Ja, wie gesagt, gestern der Tag lief soweit ganz gut. Ich war zwar über den Punkten, weil ich mir dann nachts, naja, es war dann irgendwie 21:30 oder so, da habe ich mir dann noch ein Häagen-Dazs geleistet und das war irgendwie mit, glaube ich, 9 Punkten. Und ich glaube, das waren nur 80 Gramm oder 75. Also es war nicht viel, aber es war echt so lecker und das war es wert. Und ich war eben dann über den Punkten, aber ich habe ja mein ja, Wochenextra und das habe ich dann dafür sozusagen investiert. Ja, und sonst lief der Tag gestern eigentlich ganz gut. Wie gesagt, Frühstück, Mittag, Abend, das war alles in Ordnung, finde ich. Und ja, heute starte ich eben meinen zweiten Tag mit euch und zeige euch jetzt mal, was es zum Frühstück gibt. Ja, und so sieht mein Frühstück heute eben aus. Das hier ist jetzt zerdrückte Banane mit Haferflocken, Kokosflocken, ein paar Chiasamen und Milch. Und dann habe ich, wie man sieht, das Rote sind Himbeeren, die sind aus der Tiefkühltruhe einfach nur warm gemacht und untergemischt. Und dazu gibt es mal wieder einen Kaffee. Und ja, ich habe jetzt heute mal wieder das hier mit reingemacht. Und zwar ist das das Oatmeal Spice. Und zwar sieht es so aus. Das hier ist jetzt Mandel, Kokosraspeln, Kakao, Vanille, Zimt, Ingwer und ja, noch ein paar andere Sachen, denke ich mal. Und das habe ich jetzt heute noch mit drin. Das schmeckt dann eben so schön schokoladig irgendwie. Also wie man sieht, nehme ich das eigentlich ganz gern her und das gibt dem Ganzen noch so ein bisschen Pep. Und ja, das ist eben mein Frühstück heute. Ja, und so sieht mein Essen heute für die Arbeit aus. Das ist so ein Kornspitz, nennt sich das. Also so eine, ja, so ein Brötchen halt. Und ich habe Schinken und Gürkchen drauf und Miracle Whip ist es noch drauf. Und heute habe ich mal dieses Bratkartoffelgewürz ausprobiert und bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Es riecht schon mal sehr, sehr lecker. Also ich mag es einfach ganz gern, diese Sachen ein bisschen mit Gewürzen aufzupeppen.
Und das ist hier übrigens drin. Also das ist mit Salz, Curry, Madras, Bockshornklee, Paprika, Koriander, ja und so weiter. Und das riecht richtig gut. Ich mach's mal schnell auf für euch. Und so sieht es dann aus. Also ich hatte es jetzt schon auf Kartoffeln drauf und auf dem Rührei habe ich schon ausprobiert und jetzt eben heute mal im Brötchen und bin sehr gespannt, wie das da schmeckt. So, als kleine Zwischenmahlzeit. Heute gibt es einen Exquisa-Quark. Das ist der, ich glaube, Pflaume-Zimt oder so ähnlich. Und dann habe ich da noch ein paar frische Beeren reingeschmissen, einfach um das Ganze ein bisschen aufzupeppen. Und ja, das ist jetzt eben mein kleiner Nachmittagssnack. Ich habe jetzt das Wochenende über nicht mitgefilmt. Das war irgendwie so dermaßen außer der Regel. Das hätte irgendwie nicht viel Sinn gemacht. Also ich kann es euch gerne mal kurz erzählen, damit ihr auch ein bisschen up to date seid, weil ich war ja am Samstag beim Essens-Event und da habe ich natürlich da dort irgendwie diese Sachen gegessen, die es da so gab. Und es war auch echt sehr unregelmäßig mein Essen an diesem Tag. Also ich bin dann auch ja abends, was habe ich abends noch gegessen? Irgendwie nur Mist, glaube ich. Ich glaube, ich habe mir dann noch ein Brot gemacht, weil ich dann doch noch irgendwie Hunger hatte. Also es war halt im Endeffekt ja ein richtig schöner Chaos-Esstag. Und gestern war ja Sonntag und da habe ich noch ganz schön gefrühstückt. Also das ging noch ganz gut los und dann wusste ich aber, dass wir abends Pizza essen gehen, weil wir was zum Feiern hatten. Und ja, da habe ich dann natürlich auch nicht mitgefilmt, weil ich mir gedacht habe, das zeige ich euch in der Pizza, wenn es ums Weight Watchers-Thema geht. Aber nur damit ihr auch wisst, ne, ich esse nicht nur gesund. Ich habe jetzt auch am Wochenende wirklich mal, ja, es mir richtig gut gehen lassen. Und gestern die Pizza war sehr, sehr, sehr lecker. Ich hatte Margarita mit Knoblauch und Artischocken und das ist so toll. Ja, genau. So viel dazu. Und wie gesagt, heute frühstücke ich wieder ganz brav mein momentanes Lieblingsessen. Also irgendwie, wenn ich was gerne mag, dann esse ich das irgendwie in Dauerschleife. Das ist so meine blöde Angewohnheit. Aber ich hoffe, es interessiert euch trotzdem. Und ja, deswegen zeige ich euch jetzt mal, was es bei mir zum Frühstück gibt. Und schauen wir mal, was es heute sonst noch zum Essen gibt. Ja, und so sieht mein Frühstück heute aus. Das ist jetzt wieder dieses Bananen-Haferflocken-Frühstück mit bisschen Chiasamen, schönen frischen Beeren drauf. Und dann habe ich wieder Zimt und dieses Oatmeal Spice hier wieder mal draufgegeben, damit ihr das auch mal ein bisschen besser sehen könnt. Das ist nämlich wirklich so ein Pulver mit so kleinen Flöckchen drin, also ich glaube Kokos eben und Mandel, irgendwie sowas in die Richtung. Und es schmeckt sehr, sehr lecker. Und da habe ich noch heute einen Tee dazu, und zwar den Winterglitzern. Den habe ich zu Weihnachten bekommen und ich hatte halt irgendwie Lust auf Tee. Und ich liebe im Schwarztee Milch und deswegen kommt da heute noch ein bisschen Milch rein. Ja, der zieht jetzt noch einen Moment und ja, dann würde ich sagen, lasse ich mir das jetzt heute mal schmecken. So sieht es übrigens mit Milch dann aus. Das ist dann echt so wie so ein englischer ja, schwarzer Tee mit Milch. Das schmeckt so lecker. Und da ist eben irgendwie Nelke, Kardamom, Zimt drin. Also es schmeckt mir voll gut. Ja, das wollte ich euch noch ganz kurz zeigen. Wie gesagt, Tee mit Milch. Würde mich mal interessieren, ob ihr das auch macht. Also ich mache das ja nur bei Schwarztee. Sonst nicht. Aber bei Schwarztee finde ich das echt, echt lecker. Ja, und so sieht mein Mittagessen heute aus. Ich habe mir jetzt mal hier ja, so eine Art Omelette gemacht, also gestocktes Ei mit Tomaten, Kräutern, ein bisschen Schinken ist drin und dazu eine halbe Vollkornsemmel mit Miracle Whip und ich habe dann einfach noch Parmesan drüber gestreut, weil ich jetzt irgendwie Lust auf Parmesan hatte. Ja, das ist jetzt eben mein Mittagessen heute und noch ein Kaffee, den brauche ich jetzt irgendwie. Starten mit Tag 4 und ja, ich habe jetzt wieder mal so ein paar Lücken dazwischen. Irgendwie kriege ich es einfach nicht hin, am Stück zu drehen. Aber immerhin versuche ich ja, euch tageweise mitzunehmen. Das ist ja auch schon mal ein Fortschritt zu meinen letzten Food Diaries, die ich euch gerne eben auch unten verlinken werde. Da habe ich eben ganz, ganz viel immer gefilmt. Also Essen, Frühstück, Mittag, Abend und so weiter. Und ja, jetzt würde ich sagen, zeige ich euch mal, was es heute zum Frühstück gibt.
Ja, und so sieht mein Frühstück heute aus. Es gibt Spiegelei, aber doppelseitig gebraten. Leider ist mir mein Just Spice Gewürz ausgegangen. Snüff. Ja, deswegen heute ohne Gewürz, sondern einfach nur pur. Dann habe ich heute mal so schwarze Oliven drauf und einfach nur so Baguettebrötchen mit Miracle Whip, Schinken und Essiggurken. Das ist sozusagen mein Frühstück heute. Mal wieder salzig. Und dazu gibt es natürlich einen Kaffee. Das ist jetzt heute mit Zimt und Kokosblütenzucker. Das liebe ich jetzt extrem. Und ja, da lese ich noch ein bisschen Wohnzeitschriften nebenbei. Ja, genau. Das ist sozusagen mein Morgen. Übrigens liebe ich das, wenn es in der Mitte noch so einen weichen Kern hat. Also sozusagen, ja, nur außen eben angebraten und in der Mitte noch so leicht flüssig. Das schmeckt echt lecker. Also wer auch gern, ja, noch weiches Eigelb mag, könnt ihr mal doppelseitig gebraten ausprobieren. Schmeckt echt super. Und so sieht mein Snack heute für die Arbeit aus. Das ist im Endeffekt mein Frühstück der letzten Tage, was ich immer ganz gern mochte. Und das nehme ich heute einfach mal in die Arbeit mit. Also wie schon letztes Mal einfach Banane mit Haferflocken, Milch, Chiasamen, Nüssen, Beeren, alles einfach zusammen und es schmeckt richtig lecker. Lieben, heute ist der letzte Tag von meinem Food Diary und auch heute zeige ich euch wieder, was ich schönes frühstücke und natürlich eben, was ich so allgemein an dem Tag jetzt noch essen werde. Ich habe mich jetzt frei, das heißt, heute ist ein bisschen ein anderer Tag. Mal gucken, was es bei mir dann so gibt. Und ja, starten wir mal mit dem Frühstück. Ja, nichts unbedingt ganz Neues. Heute gibt es mal wieder mein doppelseitig angebratenes Spiegelei. Dazu habe ich heute so, ja, was ist ich für ein Brötchen, so vollkornmäßig. Mit Streichwurst und Gurke und einmal noch mit Philadelphia und Petersilie drauf. Und dann habe ich heute mal ja, einen schönen Latte Macchiato. Und ich werde jetzt mal wieder puzzeln übrigens. Ja, nur so nebenbei. Genau, das ist jetzt heute mein Frühstück und das lasse ich mir jetzt schmecken. Gibt es einen kleinen Snack für zwischendurch und zwar habe ich so einen Joghurt mit Buttermilch gefunden von Müller und der hat nur 1% Fett und ich mag ja sehr, sehr gerne Buttermilch und ja, den probiere ich jetzt mal. Hat es nicht unbedingt wenig Kalorien, aber ja, wenn er schmeckt, dann wäre es auch ganz gut und ich finde Birne mit Vanille sieht schon mal sehr, sehr lecker aus. Ja, den gibt es eben so als kleinen Snack. Und jetzt nach dem Abendessen gönne ich mir noch einen Chai Latte, weil ich gerade irgendwie Lust auf was Süßes habe und jetzt auch irgendwie, ja, hat einfach Lust auf einen Chai und eine Johannisbeerschorle. Und ja, das ist jetzt eben heute mein kleiner Zusatzsnack für den Abend. So, ihr Lieben, jetzt zeige ich euch noch einen Tag 6, denn ich habe heute nochmal so eine kleine Entdeckung für mich gemacht, bis gestern eigentlich schon. Und die wollte ich euch jetzt auch zeigen. Also ein kleines Frühstück gibt es noch, bevor ich das ja, Food Diary beende. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich mal versucht habe, ein bisschen direkter zu filmen und nicht eben nur so, ja, irgendwann verstreut, wobei es war auch verstreut, es war tageweise verstreut, aber immerhin habe ich dann die Tage versucht zusammenzuhalten. Und in diesem Sinne würde ich sagen, war es das mit dem Food Diary und ich würde mich jetzt mega über die Kommentare und Däumchen freuen, ob ich eben weiterhin so filmen soll oder meine alte Art von Food Diary euch besser gefällt. Also sagt mir da gerne Bescheid und ja, jetzt zeige ich euch, was es zum Frühstück gibt. Und zwar ist meine neue Entdeckung Brötchen mit exquiser Frischkäse und Petersilie. Das schmeckt so lecker. Also einfach nur eben Petersilie klein geschnitten und auf so ein exquiser Brot drauf und noch ein bisschen Salz dazu. Das ist so genial. Also wenn ihr Petersilie gerne mögt, dann probiert es dringend mal aus. Also das ja, passt perfekt zu Ei. Also dazu eben ein Ei und das ist so total lecker. Ja, und natürlich wie immer noch ein Kaffee. Wie soll es anders sein? Ja, also das war dann eben mein letztes Frühstück für dieses Food Diary.
Und wie gesagt, sagt mir Bescheid, ob ich weiterdrehen soll. Und ja, freue mich sehr über eure Kommentare und Däumchen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!